So, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Sports Gaming Channel. Heute mal ein erstes Preview und ein paar erste Informationen über ein neues Motorradrennspiel. Und zwar ist das TT Isle of Man Teil 3, wie ihr hier sehr schön sehen könnt. Das Spiel ist von Narcon und den Raceward Studios entwickelt. Und ich möchte mal ein paar Sachen hierzu anteasern. Wir werden uns auch gleich dazu einen ersten offiziellen Gameplay-Trailer anschauen, der vor einigen Tagen erschienen ist und hier auch auf der Seite eingebettet ist. Werden wir gleich mal machen. Ich möchte davor noch mal ein paar Informationen zum Spiel loswerden. Löblicherweise, wie ich persönlich finde, wird das Spiel im Mai 2023 für sämtliche Plattformen erscheinen, die ihr euch so vorstellen könnt. Das sind also PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series XS und sogar die Nintendo Switch. Finde ich sehr, sehr löblich. Finde ich persönlich sehr interessant, dass man hier die volle Breite anbietet und dafür einen kleinen Daumen hoch. Ansonsten handelt es sich hier um einen Hochgeschwindigkeitsparcours, den ihr tatsächlich mit über 300 km/h sogar fahren könnt. Das Ganze gibt es offiziell auch, ist also entsprechend hier nachgebildet im Maßstab entsprechend und auf dem Spiel beziehungsweise im Spiel enthalten. Es sind sämtliche offizielle Motorräder drin enthalten. Es geht hier um ein Motorradrennen mit Rennmaschinen. Und ich würde sagen, wir lassen uns mal ganz kurz den Trailer hier gemeinsam auf der Zunge zergehen und ich werde hier und da sicherlich auch ein bisschen was dazu sagen. Ja, hier sehen wir also den Start auf einer der Strecken, auf der Strecke. Und ihr werdet hier unterschiedlichste Sachen fahren können. Es soll wohl auch Nebenstrecken geben, damit ihr einfach auch ein bisschen Abwechslung habt. Hier dürfte man aber den offiziellen Rennkurs sehen. Ja, das Geschwindigkeitsgefühl, ich glaube, da erzähle ich hier euch nichts Neues. Wenn wir uns das hier mal anschauen, kommt natürlich extrem gut rüber. Und es sieht natürlich in der Kameraperspektive auch tatsächlich sehr, sehr stark aus. Schauen wir mal auf den Tacho. Der Kollege hat jetzt hier teilweise eben beim Einblenden so um die 240 km/h drauf gehabt. Und ich finde, das Ganze sieht so vom ersten Eindruck wirklich interessant aus. Ich für meinen Teil hoffe, dass der Schwierigkeitsgrad variabel sein wird. Soll jeder eigentlich nach seiner Fasson das Ganze spielen dürfen? Das ist jetzt einfach mal meine persönliche Meinung. Der ein oder andere Rennsportprofi unter euch wird die Meinung sicherlich nicht teilen und sagen, dass bestimmte Spiele einfach nicht den Zugang für jedermann haben sollen. Also Gelegenheitsspieler, den Feierabendspieler und den Rennprofi unter euch, aber ich finde einfach, dass man das mit Schwierigkeitsgrad-Einstellungen und diversen Parametern normalerweise heute immer hinbekommen müsste, dass so ein Spiel einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird. Aber das ist nur an der Stelle meine persönliche Meinung. Hier ist schon echt krass. Jetzt haben wir 290, 300 km/h. Das ist natürlich schon, so wie das rüberkommt, sehr interessant. Wie gesagt, das Spiel kommt im Mai 2023 raus. Der Maitag selber ist aktuell noch nicht kommuniziert worden, aber wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine planbare Größe. Schauen wir uns jetzt hier mal die Landschaft an. Sieht das auch alles sehr ordentlich aus. Da es natürlich jetzt nicht ein Spiel ist, was rein für Next Gen rauskommt, muss natürlich das Ganze auch, sag ich mal, für Current-Gen-Konsolen tauglich sein. Das heißt, wir werden hier nach meiner Einschätzung nicht die absolute High-End-Optik haben können, auch aufgrund dieser Tatsache. Aber es sieht trotzdem wirklich ordentlich aus. Die Landschaften, die Häuser, das Motorrad, jetzt diese 3D-Kamera aus dem Cockpit. Das schaut schon alles sehr, sehr annehmbar aus. Eine Neuerung soll wohl auch diese Haltung des Fahrers sein. Wenn ihr das seht, ja bei Richtungswechseln, dass man das hier und da auch ein bisschen erkennen kann. Und wie gesagt, dieses Video ist vom Narcon eigenen YouTube-Kanal hier direkt verlinkt worden und wollte euch das Gameplay natürlich mal zeigen.
Hier können wir nochmal einige Inhalte ein bisschen beleuchten, vielleicht hier die Features nochmal ganz kurz durchgehen. Das ist sicherlich das Interessanteste, was das Spiel so an Inhalten haben wird. Wir haben insgesamt 200 Kilometer Strecke mit Sehenswürdigkeiten und Herausforderungen. Darunter befinden sich 60 Kilometer des Snaefell Mountain Course, 32 verschiedene aktuell und historische Rennstrecken. Das ist eine sehr, sehr ordentliche Menge an Strecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir fast 40 Superbike- und Supersportfahrer und Motorräder. Die sind also offiziell lizenziert auch. Verbesserte Fahrphysik mit präzisen Kurven und Bremsenmanagement. Eine breite Palette von Motorrad-Upgrades für eine bessere Leistung. Okay, ein neues Open Roads-Feature zur freien Erkundung der Isle of Man. Auch das finde ich ganz interessant. Kann man vielleicht alles auch mal frei für sich einfach mal fahren, ohne Stress? So würde ich das jetzt einfach mal deuten. Ganz interessant. 11 verschiedene, darunter zwei anpassbare Aktivitätstypen. Multiplayer mit der Möglichkeit, offene und private Online-Lobbys zu erstellen. Ja, das ist ja eigentlich heutzutage schon Standard, muss man ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz haben sie das auch mit an Bord. Online-Wettbewerbe mit wöchentlichen und monatlichen Events. Genübergreifende Kompatibilität. Auch das klingt ja ganz gut, würde jetzt einfach mal sagen, dass das eigentlich Crossplay bedeutet. Schauen wir mal, Smart Delivery Funktionalität für alle, die nach dem Kauf einer beliebigen Version des Spiels sowohl die alte als auch die Next-Gen-Version für dieselbe Konsolenplattform nutzen möchten. Okay, also wenn ich mir die PlayStation 4-Version zuerst kaufe, weil ich keine 5 habe und später die 5 habe, dann dürfte das Upgrade für mich kostenlos sein. So würde ich das Ganze verstehen. Das waren schon mal ein paar erste Informationen und Eindrücke zu dem Spiel. Ich hoffe, euch hat das Preview gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich ein Abo dalasst, wenn ihr einen Daumen dalasst und nette Kommentare. Ist das ein Spiel, was interessant für euch ist? Gebt doch mal Feedback, würde mich natürlich interessieren. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, gerne auch weiterhin auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Jens.